There's a lot of people claiming like, yeah, I'm about 3% body fat and stuff, you know. It's always funny because they obviously don't. No way, you die. He'd be dead. You'd die. Hi, you die. That's a nice introduction. Hello. Oh, shit. Hi, hi. Weiter geht's hier auf dem Pro Raw Lifestyle Channel. Wir stehen jetzt hier vor dem Body Spec. Das ist dort, wo wir den DEXA-Scan angemeldet haben. Und weißt du, was das Allerkrasseste ist? Der kostet uns nur $45 hier. Das ist ja sick. Also, Amerika? Ja, also die Amis, die haben wirklich ihr Health Game im Griff, jedenfalls hier in Kalifornien. Dieses Body Spec, das, die haben auch so wie ein, habe ich gesehen, so wie ein Wohnwagen mit einem DEXA-Scanner drin verbaut und die fahren überall rum. Genau, die sind sogar in Playa Vista nächsten Monat. Also die wollen die Leute proaktiv zum Körperfettmessen bringen, zum DEXA-Scan-Messen bringen. Die schaffen Awareness, die sind auch überall vertreten. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie gemessen wird, wie genau ist es zu vergleichen, auch von der Analyse her. Bekommen wir einfach nur ein Blatt Papier in die Hand gedrückt oder wird uns auch noch was erklärt? Weil in der Schweiz, das muss man ja wirklich sagen an dieser Stelle nochmal, das war ein Top-Service. Das war ein Top-Service da an dieser Stelle nochmal. Und ich bin übelst gespannt. Die Form habt ihr vorher auf Patricks Channel gesehen und ich denke, wir gehen jetzt direkt rein. Yes. Checken's ab. Body Spec. Oh yeah. Hello. Hey, how's it going? Perfect, and you? Hello. Hey, how's it going? Schau mal, Bruder. 50, 10 Minuten. Oh, yeah. Stein für $85. Ja, ja, ich. Das ist geil, geil gemacht. Hier hätten wir eigentlich hier hätten wir jede Woche gehen können. Wie eine Klinik, schau mal. Ja. Cool gemacht. Ja. Ja, das kommt dir nicht so wie bei einem Arzt vor, gell? Es kommt dir so viel mehr casual rüber. Ja. Da gehst du viel lieber hin. Schau mal, da gibt es noch so Aufteilung. Ja. Die wichtigsten Fragen jetzt für uns nochmal zusammengefasst. Wie hoch ist unser Körperfett? Einfach für uns, damit wir es wissen. Wie hoch ist der FFMI? Wir haben uns vorhin eingewogen. Du mit? Ich war heute 73,7 Kilo. 73,7, also sagen wir mal so 74, 73. Ich so bei 92,2. Deshalb jetzt auch interessant, den FFMI zu erfahren im Vergleich zum letzten Mal. Damit wir auch sehen, wie viele Muskelmasse wir eingebüßt haben. Das ist auf jeden Fall für mich persönlich der zweite relevante Faktor. Und das wäre eigentlich auch das, was man dann erreichen könnte, wenn man jetzt hier regelmäßiger DEXA-Scan machen könnte. Dann würde man nämlich sehen, wo fängt es an, massiv mit dem FFMI runterzugehen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, ich denke zum Beispiel, so bei mir hat es wirklich so angefangen, vor 3 Wochen, dass ich gemerkt habe, ich verliere jetzt doch jede Woche Kraft. Vorher habe ich nur so jede dritte Woche ein bisschen Kraft verloren und jetzt in den letzten paar Wochen doch nochmal extrem. Das heißt, ich denke, für die letzten 2-3% Körperfett verliert man doch nochmal ein bisschen Muskeln. I heard that every DEXA scanner, like every machine is different. Is this true or how much of a big difference should there be? So we use GE scanners and they're all calibrated the same every day. So okay. If you see me right now, what do you think? What is my body fat? I'd say 5%, 6%. 5, 6, yeah, that's what I guessed. Like, I think 5, 8. Yeah, 5, I'm always curious to say 5 is so low. Yeah. So 6. Slim. 5 is not good anymore, huh? It's so low. It's just really hard. I've seen people 6%. I haven't seen anyone 5% yet. Never. Not since November. Not. No. No. So 5, like in sub 5. I've never seen anyone under 6. He never scanned one under 6. I've never scanned anyone under 6. Nie hat jemand gesehen unter 6%. Das sei schon sehr sehr gefährlich, meinte er. Real, die richtigen 6. Die richtigen 6. There's a lot of people claiming like, yeah, I'm about 3% body fat and stuff, you know. It's always funny because they obviously don't. No way, you die. He'd be dead. You die. Hi, you he die. Be dead. That's a nice introduction. Hello. Oh, shit. Hi, Monica. Hi. I need your DEXA soft. Yep. Ja, ist cool hier, hm? Ist cool, schön. Schön gemacht, ja. Ziemlich nice. Ey, tut's weh? Es tut so weh, es tut's mir so weh. You're a record breaker. No. No, I'm a record breaker. Nice. How much, bro? What is it? 5.7. Nice. 5.7. Was habe ich vorhin gesagt, Bro? Ja. Habe ich nicht? Ich habe 5,8 gesagt. Oh my gosh. Record breaker. Record fucking breaker. Ich liebe Records, Bro. Ich liebe Records.
Ich bin gerade selber ein bisschen baff, Leute. 5.7, das ist schon übelst tief. Vor allem, weil sie gesagt haben, dass sie noch nie was unter 6 gesehen haben. Also, ja, Bodybuilding halt. Nochmal die Beinchen hier. Oh yeah. Jetzt noch die Querstreifen, hä? Die müssen noch kommen. Ich hab die vielleicht eben gar nicht, weißt du? Du hast die Phil Heath Genetics. Oh shit. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und Patrick ist jetzt hier auch dran. Ich habe meinen Körperfett auf 5,8 geschätzt und seinen auf 5,7. Wobei ich jetzt nochmal korrigieren würde, weil ich bei seinen Quads noch keine Fettes sehe und ich ziemlich sicher bin, dass er auch Fettes hat. Also es könnte wirklich sein, dass er noch ein bisschen höher ist. Aber wiederum hat er obenrum in meinen Augen weniger Fett. Also ich finde, seine Brust ist einfach übelst krass gestreift. Das kann natürlich auch in seiner Muskulatur liegen. Deshalb, ja, bin ich jetzt richtig hart gespannt, was bei Patrick rauskommt. Ich bin auch gespannt. Auf was ich auch extrem gespannt bin, ist das Resultat, wenn ich eine Woche vor der Weltmeisterschaft nochmal gehe, weißt du? In Miami? Ja, von Miami. Ob ich dann sehe, okay, wie sieht es aus mit den Muskeln? Eben, das nimmt mich wunder, ja. Das nimmt mich dann auch sehr wunder, weil ich möchte doch nochmal, ja, bessere Form erreichen in Miami. Ich denke, es könnte möglich sein, aber ich muss alles richtig machen. Du musst einfach den Lauf, du musst einfach die 2 Monate Aufbau jetzt richtig machen vor allem. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Das wird die allerschwerste Challenge für Patrick überhaupt zu sein, nach dem Wettkampf direkt psychisch in den Aufbaumodus zu gehen, weil jeder Tag, wo er nicht am Aufbauen ist nach dem Wettkampf, verliert er in diesem Moment wertvolle Zeit, seine Muskeln wieder zu bekommen, weil das Muskeln bei so einer Diät, wie wir sie jetzt machen, wegkommen, das ist garantiert. Das werden wir nachher auch direkt sehen. Und das ist auch immer wieder ein guter Beweis dafür, weil man hört ja immer wieder so IFBB-Pros reden, we grow into the show. Das geht nur mit anabolen Steroiden. Man kann nicht in eine Show growen. Man verliert im Natural Bodybuilding immer Muskeln. Immer. Immer, immer, immer. Auch wenn es nicht viel ist. Beim einen ist es mehr, beim anderen weniger. Das hat dann auch wieder viel damit zu tun, ob man alles richtig macht. Ob man alles richtig macht, vor allem wie man trainiert. Jetzt dadurch, dass wir den Upper-Lower-Split fahren, denke ich mal, haben wir uns da sicher sehr, sehr gut gewehrt gegen den Muskelverlust, gegen den Katabolismus. Proteinsynthese immer hoch, vegane Ernährung, sehr viele BCAAs. Das sind alles Faktoren, die dann eine Rolle spielen in meinen Augen, und eben 5,7%. Das sind schon Werte, die müssen jetzt zuerst mal erreicht werden. Ich glaube, der Patrick Teutsch hat, glaube ich, auch so 5,4. Ich bin es gerade am Suchen, hat, glaube ich, auch so 5,4% gehabt an seinem Wettkampf. Also auch... Yeah, das ist richtig sick. I have to sit, bro, I die. Yeah, I can't even sit anymore because my glutes are gone, you know? I don't have any... You got no padding? I have no padding on my glutes. We have the 5.7, huh? Yeah. Crazy. 5.9. Yeah. Bro? 5.9, bro. You're under 6. Ich hole dich jetzt in diese Woche noch auf. So you got your weight. Right. Okay. Uh-huh. And we got your weight because we can scan the fat tissue. Uh-huh. The lean tissue is muscle and organ. Uh-huh. And the bone mineral content is your skeleton in pounds. So yeah, those three scans is how we weighed you. Uh-huh. Some simple division gets your body fat percentage. Uh-huh. And it's almost a joke looking at the men's chart, because these are the thresholds to get into the top bracket, the top 20 percentile. Uh-huh. So you're crushing it. I'm crushing it right now, huh? That's right. The picture's you. The green's lean tissue, red's fat mm-hmm. tissue, white's your skeleton. Mm-hmm. And then we break that picture into different regions, so you can see boxes for your arms, your legs. You bei uns in der Schweiz, bro. The trunk. So you see that my trunk is... Is the rib cage plus the pelvis triangle. So I'm very lean on my trunk, 4.7, huh? That's right. Android is like the whole midsection. Android's your waist, yeah, where there are no ribs across your lower waist. Android is the lowest. And then the gynoid are your hips across the tops of your legs. Crazy. Look, Legs habe ich gut runtergeschreddet. Was hast du bei Legs? 5,9. Du bist noch easy. Ich wusste es, Mann. Mhm. Du hast die Leg Fat, Mann. Du hast die Feathers. Komm bei dir noch, Bro. Mhm. Endhärte ist bei jetzt dir Feathers. Jetzt die letzte Woche noch, Bro. Vielleicht kann ich auf dich abschließen. Oder so. Krass. Du kommst auch noch ein bisschen runter vielleicht, oder? Wer weiß. Ich will nicht mehr, Bro. Ich bin muss gut. So based on your scores, Mishka's FFMI is 24.28. My height, this is the actual weight which is measured, or is it the one we I... We scan that, so that, okay. We scan that by adding these three scans together. Yeah. Jetzt wird's richtig interessant. So your resting metabolic rate is the metabolism at rest. So if you lay in bed and you don't move, you're still burning 2,144, 2,100
I had 2.5 the last few days. So your muscles and organs are burning over 2,000 calories just laying in bed. So if you eat under your RMR, you're basically starving the existence of your muscles. So are you proving that I have a refeed today for 3,000 calories? Yeah. Okay. So. Okay. Yeah. Nice. Thanks, man. You got it. Oh my gosh, man. Schau mal, ich bin bei 1778 wenn Kalorien. Du im Bett liegen würdest. Wenn ich gar nicht nur im Bett liegen würde und ich habe nur 1700 Kalorien in den letzten drei Tagen und heute noch gegessen. Ja, darum sind wir jetzt auch so tief, Bro. Ich hatte auch die 2,4. It's usually around 10 calories per pound of muscle a day. So if you gained, if you went up to 195 lean tissue, you'd see 2250 instead of 2150. Uh-huh. Or if you lost 10 pounds of lean tissue, it'd go down about 100 calories per 10 pounds of muscle. Okay, so I have to eat so I don't lose any more muscle, that's for sure. That's right. So in your case, we really want to look at this number, which is the pounds of visceral fat you have. That's the internal fat in red here. Mm-hmm. And we really want that to be as close to zero as possible. So you're pretty close, you're just under a tenth. The visceral fat is strongly correlated to developing adult onset diabetes. And you're pretty close to zero. What's your visceral fat at? So you're at 0.05. Yeah. Even less, huh? So that's pretty low. Yeah. the chance that he gets men are zero. So the chance that he gets diabetes is like zero. Very low. Yeah. The threshold doctors would say puts you at risk is 2.7 pounds of visceral fat. Plant-based vegan diet works, bro. Of course. It works. The bone report. We're looking at the last column. So we're looking at this age match Z score. Mm-hmm. That number is going to compare your bone density to people your age and ethnicity. Mm-hmm. And a 1.1 is above average. So zero would be average mm-hmm. at 50%. Mm-hmm. And a 1.1 puts you in the next row towards the middle. So you're going to be just above 80%, 80 to 85% greater bone density than your peer group. So that's like... So you've got strong bones. Strong bones. 30 to 35% above average. Okay. So stimulus-wise, heavy weights and impact, running, jumping, punching, kicking. And then nutritionally, calcium and vitamin D. Calcium and vitamin D, yeah. So if you're not getting good sun, supplement vitamin D, and if you can't have dairy, supplement calcium. I have everything in it. And you got killer bones. 2.5 is at the very end of the chart. You're at 99% stronger bones. Shit, bro. Yeah, crazy. That's pretty good. I mean, this is the reason why I broke my hand. Yeah. And it heals very strong, very fast. Yeah. I mentioned. You're like Wolverine, all right. Now for the important one for you guys, the muscle balance, right? So we're going to look at right and left arm, right and left leg, and we're looking at the muscle mass because that's the only thing you control. Yeah. Your left arm is 2/10 more muscular than your right. Yeah, I know. And your left leg is 2.3 pounds more muscular than your left. That's enormous. That's quite a big difference. Yeah, I know. What about you? I'm 1%. You're 1/10 off. Yeah. Your arms are actually symmetrical, exactly. Yeah, we found that out the last time. So you got some good symmetry. Yeah. Wie beim letzten Mal, das ist beeindruckend. Es beeindruckt mich jetzt, dass es wirklich, dass eigentlich 1:1 stimmt mit diesem Dexit-Check, den wir gemacht haben in der Schweiz. Ich habe die Blätter zu Hause. Es kommt ja auch so hin, wie wir das ungefähr ausgerechnet haben. Ja, ja. Weil du warst ja dort, ich weiß nicht, 2% leaner als ich, kann es sein? 4%. Und dann haben wir das ausgerechnet und ja, dass wir auf derselben, dass wir wieder gleich sind. Genau gleich. Ja, das ist alles safe, Bro. Das ist geil. Science wins. Uh-huh. Checken jetzt ab, ob das nicht noch möglich ist. Tipps gerade ein. 24.28 was the FMI. 24.3. Can I have this? Yeah, you can have this, sure. Krass. So you're getting close to the suspect numbers. I'm a suspect, huh? The limits of like natural bodybuilding. Du bist bei, was hast du? Du hast 22. 22. Also alles Neddy möglich. Bei ihm 22 und ich bin auch noch in der Neddy-Zone. Wir sind im Neddy-Game. Oh shit. Do you believe us that we never did one cardio session in the last 6 months? It's not a problem. It's easy, huh? As long as you got a healthy heart, it's cardiovascular health. Right? Exactly. But as far as body composition... Yeah, it's all about the deficit. Yeah. Stay in a deficit. Just deficit and muscle stimulus so you don't lose muscle as you're changing your composition. That's science, boys and girls. Here you have it. Ich find's richtig geil, sind wir hier, Mann. Very nice information, man. I'm very glad that you gave us so much insight about the whole topic. Very nice. Way to go, both of you. Thanks, brother. Thanks. Bro. Hey. Krass. Geil. Richtig krass, Mann.
Yes! Yes! Wir sind durch, Leute, wir sind wirklich durch. Was heißt durch? Wir gehen jetzt ins Oberkörpertraining. Ja, Stunden. Ich meine mit durch, mit dem Körperfett messen. Weil ja, wir wissen jetzt genau, was Sache ist. Ja. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, sowas mal zu machen. In Deutschland und in der Schweiz ist es halt ein bisschen teurer. Aber hier würde ich das 2-3 Mal im Jahr machen, ja, nur auch einfach zu sehen, wo man liegt. Aber wir haben jetzt ganz genau, die Fakten sind auf dem Tisch. Ich denke, es geht jetzt noch was in den letzten 10 Tagen. Auch bei dir, jetzt mit den Refeeds nochmal. Und dann wäre es dann interessant, halt am Wettkampftag mal das Ganze abzuchecken. Wobei, vielleicht am Wettkampftag könnte man mit den Fats noch ein bisschen höher sein, oder? Wenn man ich weiß es, also ich, ganz ehrlich, mir reicht's, Leute. Ich will gar nicht mehr tiefer gehen, weil er hat mir selbst gesagt, ungesund. Es ist nicht mehr gesund. Ich merke es auch selbst jetzt. Also ich will an dieser Stelle auch ganz klar sagen, Leute, don't try this at home. Nein. Also wenn es ist ihr so, nicht gesund, definitiv, ja. Wenn ihr so tief gehen wollt, dann macht's für euch, macht's für den Wettkampf, aber guckt, dass ihr auf jeden Fall immer mit solchen Sachen arbeitet, mit dem richtigen Zeug. Ich bin richtig stolz auf uns, wir haben es geschafft, unter 6% zu kommen mit einem DEXA-Scan. Leute, wir bleiben am Ball, ich hoffe ihr auch. ProBro Lifestyle steht nicht nur für Fun, sondern auch für wissenschaftlich fundierte Informationen. Und wenn euch solche Videos gefallen, dann gebt diesem Video jetzt einen verdammten Daumen hoch, supportet uns. Teilt es! Und dann werde ich nächstes Jahr hier eine neue Serie starten, nämlich Misha's Way to Symmetry. Denn ihr habt gesehen, ich bin übelst asymmetrisch mit der Skoliose und ich bin mir sicher, dass ich mittlerweile ein System entwickelt habe für mich, wie ich das nächstes Jahr ausgleichen kann über die nächsten 18 Monate. Dann werde ich meine nächsten Trainings ganz anders gestalten nächstes Jahr und gucken, dass meine linke Oberkörperhälfte und meine rechte Unterkörperhälfte irgendwann symmetrischer werden. Und was könnte man bei dir noch machen? Du bist schon symmetrisch, er hat es schon geschafft. Er muss mit seinem FFMI noch ein bisschen hoch. Du hast jetzt noch Zeit, die Grenzen zu sprengen. Ich habe es noch gut Zeit, Mann. Ja. Ich habe gesagt, ich nehme mir auch die Zeit. Ich habe gesagt, ich möchte das Maximum rausholen. Und ihr werdet erfahren, was die Pläne sind, auch bei mir. So sieht's aus. Starten wir nochmal. Jetzt heißt erstmal in 10 Tagen Wettkampf in Sacramento, yes, dann Weltmeisterschaft in Miami und wieder in LA. 2 Weltmeisterschaften mache ich mit. Und that's it. Leute, gebt dem wieder einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Kiss, kiss. Bang, bang, bang. Bang.